Margarete, noch eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist und die auch in unseren Gesprächen schon zwischen uns so ein bisschen ausgetauscht worden sind, ist ja, dass heute die Menschen, die sich um aktive, lebendige Lebensmittel kümmern und auch gerne möchten, dass sie selber daran gesunden und ihre Kinder auch sehr gesund praktisch damit umgehen können, sind ja immer so stark verunsichert und sind ja auch häufig durch den Kopf getrieben und haben dann irgendwo etwas gelesen und dann gibt es eine Rezeptur und dann wird mit der Briefwaage abgewogen, ja, weil da steht 27,3 Gramm auf dem Heater. Und da sag doch mal ganz einfach ein bisschen was aus deinem Leben. Wie bist du denn an deinen Garten rangegangen? Ja, ich habe einfach, wir verwenden ja sowieso keine solchen Hilfsmittel. Wir verwenden praktisch nur das Steinmehl, das Basaltmehl und ein kleines bisschen ab und zu Algenkalk, aber auch nicht so viel, weil das hier ja gar nicht so gibt. Und da sind wir so dran gegangen, dass wir, wie gesagt, geschaut haben, was tut dem Boden am besten. Und wenn wir dann genug Steinmehl gestreut haben, haben wir wirklich gesehen, ja, das wächst da sehr, sehr gut. Und dass man auch die Pflanzen beobachtet, wie reagieren sie auf das, was wir machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit also Herz und Sinn. Genau, mit Herz und Sinn. Das ist genau das, was mich auch so sehr berührt hat, dass du ja an mehreren Stellen einfach darauf hingewiesen hast, wir sind Herzensgärtner. Ja. Ja. Und das ist eben auch das, was jetzt von euch an Energie mit in den Garten hineingebracht wird, sich in den Pflanzen und auch in den Lebensmitteln widerspiegelt. Ja, ja. Denn nichts kann Energie haben, wenn keine Energie abgegeben wird. Ja. Und da passiert doch eben viel mehr zwischen Himmel und Erde, als man eigentlich messen kann. Glauben möchte und messen kann. Ja. Denn wir hatten ja auch nochmal diesen Punkt berührt, dass ganz offensichtlich in den Jahren Anfang 70, also 72, 73, 74 ganz viel passiert ist. Ja. Und von der einen Weltseite zur anderen Weltseite Menschen wie du aktiv geworden sind. Ja. Also wie zum Beispiel Bill Mollison auf der anderen Seite in Australien und Neuseeland. Genau. Und hier bei uns in Europa ist es der Jean Pain gewesen, der ja mit seinem Biomaler und der besonderen langen Kompostierung, die ihr ja auch macht, eigentlich in die genau gleiche Richtung gegangen ist. Und erst viel später hat das ganze Kind dann einen Namen bekommen, damit es dann auch wissenschaftlich abgehandelt werden kann. Ne? Also Permakultur. Ja. Genauso wie ja bei euch das Düngen und Arbeiten mit Kompost ohne tierischen Einfluss die ganzen Jahrzehnte über praktiziert wurde. Und dafür gibt es ja jetzt auch einen Namen. Also wir haben ja das, was wir heute als vegan sozusagen ansprechen. Dann ist ja wiederentdeckt worden, die permanente Abdeckung des Bodens mit Mulch oder mit Holzhackschnitzeln oder eben wie bei euch mit dem ganzen Gras und Pflanzen. Und Laub und alles, Sodass man also auch sagen kann, täteretär, alter Hut, wir haben seit 40 Jahren etwas getan, aus dem Herzen heraus, was heute nochmal wieder populär durch die Presse gejagt wird und dann eben mit unterschiedlichen Namen versehen dann zur Verfügung steht. Ja, das ist schon sehr schön, weil das kam alles aus unserem Inneren heraus und wir fanden das total normal, so zu machen, so zu arbeiten, so zu leben. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben ganz liebe Nachbarn und die sind teilweise Jäger und ein anderer hat Schweinezucht und wir verstehen uns wirklich gut. Weil wir sagen, jeder Mensch soll dort, wo er lebt, wo er arbeitet, das machen, was er für sich für richtig findet und was für ihn notwendig ist. Und so machen wir uns gegenseitig keine Vorschriften, wie wir zu leben oder zu arbeiten haben. Und es ist im Gegenteil so, wir haben ja selber keine Maschinen. Und wenn wir mal Hilfe brauchen durch einen Traktor, dann fragen wir einen von unseren Nachbarn, wo wir denken, ja, der hat vielleicht am ehesten jetzt gerade Zeit. Und jeder ist wirklich bereit, uns auch wirklich zu helfen. Und das ist einfach wirklich schön. Es gab ein Jahr, wo wir gar kein Obst geerntet haben, weil es bei uns einfach zu früh geblüht hat. Und da weiter oben, wo unsere Jäger wohnen, die unsere Nachbarn da sind, die hatten wohl Obst, weil da hat es später geblüht. Und ich habe denen dann erzählt, dass wir gar kein Obst haben. Und dann haben sie uns Obst gebracht.
Und das ist so, das berührt einfach die Seele, das muss ich wirklich sagen. Und wir Menschen sind alle miteinander verbunden. Und wenn wir das bedenken und jeder auf seinem Platz, dann sind wir in einer glücklichen Welt und in einer glücklichen Situation. Uns gegenseitig zu verstehen und gegenseitig zu helfen, dort wo Hilfe nötig ist.